willkommen zu einer neuen Runde beim Thermosimulator. Ich bin heute wieder unterwegs auf den Straßen, also geht lieber alles schnell rein, bevor das Ganze hier losgeht. Das Lenkrad steht bereit, das Mikrofon ist bereit, ich bin bereit. Und ich guck mal, wo ich jetzt hinfahren möchte. Ich habe gedacht, vielleicht fahren wir mal in den Zoo. Ich weiß nur nicht, inwieweit das umzusetzen ist. Ich weiß, in Köln gibt es einen Zoo und vielleicht können wir auch einfach mal nach Köln fahren. Das ist eine ganz gediegene Runde, einfach von Gelsenkirchen nach Köln fahren. Klein, aber fein. Ich war schon ewig nicht mehr im Zoo und ich muss sagen, seit Corona gestaltet sich das alles auch irgendwie ganz schön schwierig. Seid ihr noch so die Leute, die jetzt sich schon trauen, wieder auf Konzerte zu gehen oder in Schwimmbädern oder in den Zoo oder ähnliches? Ich bin da irgendwie noch so ein bisschen skeptisch, davon mal abgesehen, dass ich sowieso keine Zeit habe im Moment. Aber ich weiß nicht. Ich bin da noch ein bisschen ängstlich. Auch die Leute werden irgendwie immer, was heißt unvorsichtiger, aber ich finde schon, dass es so in die Richtung geht. Beim Einkaufen oder so, da gibt es keinen Sicherheitsabstand mehr, die Masken hängen unter der Nase. Was ich zu dem Zeitpunkt der Folge nicht wusste, dass an diesem Tag, wo die Folge rauskommt, das alles wieder hinfällig ist. Danke, Deutschland. Wir fahren jetzt einfach in den Zoo. Eine kleine und feine Runde in unseren Zoo. Das macht mich so froh. Dann kann man nämlich Affen sehen und ist mitten im Geschehen. Das war jetzt genug Ständchen für heute. Wir gehen in den Bus. Da machen wir jetzt natürlich Frontlicht an. Ist ja dunkel. Ich bin noch nicht mal losgefahren. Also so schlimm bin ich jetzt wirklich nicht. Ich muss jetzt erstmal links fahren. Da ist schon die Polizei, seht ihr? Die haben mich direkt im Blick. Was ist denn hier los mit der Polizei? Ist Gelsenkirchen Hochburg wieder oder was? Hallo? Also ehrlich. Mal ein bisschen vorsichtig hier. Es ist ja auch dunkel. Und so ein Bus, ne, ist ja auch schwieriger zu lenken als ein PKW. Aber die Sterne, die scheinen so schön. So, Feststellbremse an. Was habe ich getan? Mit V macht man die Klimaanlage höher. Jetzt habe ich den Blinker angemacht. Mit V und B kann ich die Klimaanlage einstellen. Ja, guck mal, haben wir das jetzt auch durch Zufall erfahren. Ich wollte eigentlich aufstehen. Die warten schon, guck mal. Die wollen alle in den Zoo. Um 22.50 Uhr wollen die alle in den Zoo. Ab nach Kölle. Ich finde, abends Busfahren ist irgendwie auch so entspannt. Merlin Weise. Das klingt ja schon wie so ein guter Zauberer. Ups. Ja, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Wen haben wir hier? Vanessa. Ich hätte jetzt sowas wie Eleonore oder so gedacht. Du siehst aus, als würdest du auf den Malediven wollen mit deinem komischen Strohhut. Aber kannst mitkommen. Auch so luftig angezogen. Wir haben doch gerade mal heute 12 Grad gehabt. Nee, Eleonore. Ich sag's gerade noch. Ja, du das mit. Jamie Philipp. Was ist Vor- und was Nachname? Man weiß es nicht. Da, seht ihr das? Oh, ist das schön. Ich bin auch so ein Typ, Leute. Ich weiß nicht, ob das bei euch genauso ist, aber ich gehe total gerne nachts raus und gucke mir die Sterne an. Also im Sommer liege ich auch total gerne draußen, einfach mit einem Handtuch oder einer Liege und gucke abends in die Sterne. Richtig poetisch eigentlich, wenn man es so überlegt. Ah gut. Feststellbremse lösen und dann ab geht's. Ja komm, machen wir direkt hier an. Ich habe jetzt keine Lust, mit euch hier wieder zu diskutieren. Das ist eine kurze Strecke. Und jetzt könnt ihr auch nicht meckern, dass es zu kalt oder zu warm ist, weil ich habe jetzt schon auf 19,5 Grad gestellt. Okay, ich würde mir da richtig die Fort abfrieren, sind wir ganz ehrlich. Aber es ist schon mal wärmer als sonst. Da vorne wird gebremst, dann rollen wir mal aus. Ausrollen alleine hat nicht gereicht. Nee, heute ist Dienstag. Heute fahre ich mal ausnahmsweise nicht an im Sonntag. Uff, da, 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 da. Jetzt können wir mal losfahren hier. Hallo, ist noch grün. Ja. Alles verschüttet. Ja, es war doch noch grün. Ich habe nur eine ganz normale Kurve genommen. Jetzt fahren wir aber mal nicht hier. Also das ist mir jetzt hier, das dauert mir zu lange. Jetzt machen wir mal ein bisschen Risiko. Es ist genug Licht hier. Wenn sie mit mir fahren, ist es sowieso die komplette Erleuchtung. 2, 1, Risiko. Dark Wind, Dark. Kennt ihr das noch? Da kommen direkt so Kindheitserinnerungen hoch. Es ist ganz normal, mit hier 75 durch die 50er-Zone zu brettern. Man muss ja irgendwie ankommen, ne? Ja, letztes Mal haben wir uns so gut benommen, da habe ich mich irgendwie ganz schlecht gefühlt. Jetzt gehen wir mal wieder back to the basics und rammen ein bisschen. Nein, ich kann die Leselampen nicht anmachen. Ich bin gerade froh, dass wir überhaupt herausgefunden haben, wie ich die Temperatur hier drin ändern kann. Jedes Mal ist was anderes. Ich wusste, ich hätte die Uhrzeit nach vorne stellen sollen. Oh, da bin ich ein bisschen aus... Ich bin ein bisschen aus der Bahn gekommen. Echt, ganz ehrlich, das kann jedem mal passieren. Und
Das ist ja wohl mal mega frech. Geradeaus hat Vorfahrt. Was ist das denn hier mit der ganzen Polizei? Das ist ja jetzt wohl kein hoffentlich neues Game-Spiel, dass die da jetzt hinter einem herfahren wie bei GTA. Da wäre ich ein bisschen lost. Ungewohnt, wenn alles Kollision hat. Nö. Für mich ist das einfach ganz normales. Das ist mein ganz normaler Alltag als Busfahrer. Mm-mm. Also jetzt gerade ist ganz schlecht. Außerdem sind es schon 19,5 Grad. Das habe ich zu Anfang betont. Tanken tun wir nicht. Habt ihr mal die aktuellen Spritpreise gesehen? Da fragt man sich doch wirklich, wer die... Also, die sind doch gewürfelt. Was würfeln wir heute nach der 2? Auch eine 1 und eine 3? Ja, ja. Und dann fragt man sich wirklich noch, warum man sonst nichts mehr unternimmt. Oh, 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 oh. Oh, das hat gut geklappt. Da waren alle... Ja. Vielleicht dann doch mal das Land. Hab ich. Man geht ja wirklich nur noch arbeiten, damit man tanken kann, um zur Arbeit zu kommen. Das ist doch nicht mehr normal. Da tankst du 30 Liter bis 60 Euro los. Oder noch mehr. Oh, jetzt müssen wir hier abfahren. Darum sollte ich also anschneiden. Das hatte jetzt ein bisschen Bums dahinter, ja. Also jetzt kommen wir hier gerade ein bisschen ins Schleudern. Ist doch auch mal lustig, ne? Also ich bin von den Sternen wirklich begeistert. Da, guck mal, steht schon Köln. Also 23.09 Uhr sollen wir da sein. 21.15 Uhr haben wir. Ich mache mal so eine Pi mal Daumenrechnung. Ich sag 22.05 Uhr. Das kommt hin. Fahre ich jetzt mit Fernlicht? Ja, ich fahre mit Fernlicht, so wie es aussieht. Ist auch egal. Man muss ja auch als Busfahrer ein bisschen was sehen. Als würde mich das in irgendeiner Weise weiterbringen, wenn ich jetzt mehr Licht mache. Dadurch fahre ich auch jetzt auch nicht besser. Wir können ja mal alle ein Loblied singen. Vielleicht kommt uns dann alle von alleine eine Erleuchtung und dann brauchen wir diese blöde Leselampe nicht mehr. So, ich habe jetzt noch 35 Minuten, um mein Gesetzesziel zu erreichen. Aber unser Töff-Töff hier gibt auch nicht mehr als 100 km/h. Ach komm, ein bisschen wärmer mache ich es euch. Machen wir mal muckelige 21 Grad. Oh, ich muss hier abfahren. Ja, gut, dass ich das noch gesehen habe. Sonst wären wir wieder zu spät gekommen. Ja, ich versuche jetzt mal hier so ein bisschen auf dem Standstreifen an dem vorbeizufahren. Ich will ja jetzt auch nicht immer crashen. Jetzt kann ich wieder mit Vollgas hier dran vorbeifahren. So fährt man auch auf der Autobahn. Man soll ja immer beschleunigen, nicht bremsen. So, jetzt geht's hier ab. Köln, da steht's doch. Da wollen wir ja auch hin. Darum soll man sich also anschauen. Genau deswegen. Ja, souverän. Ich bretter hier mit Vollgas durch die Gegend. Wenn wir so weitermachen, heben wir gleich ab. Über den Wolken. Ei, ei, ei. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man. Oh Gott. Ja, also wir wurden geblitzt. Das hat das Spiel jetzt auch verstanden. Ich war so schnell, das kam gar nicht hinterher. Unfall hier, zu schnell da. Ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen bremsen und lenken. Ja. Oh, das ist mal eine experimentierfreudige Farbe bei dem Auto da gewesen. Da, da ist das schon der Kölner Dom. Oh, den haben sie aber schön gemacht. Irgendwie fühlt man sich hier so ein bisschen zu Hause. Ich habe noch nie in Köln gelebt, aber ich war früher so oft in Köln. Da fühlt man sich so ein bisschen zu Hause. Fahren wir mal hier Abkürzung. Ja. Och, mit dem Sternhimmel. Ja, ja, ich habe einen Bordstein nicht mitgenommen. Ich bin über den Bordstein drüber gefahren. Boah, da liegt aber viel Müll. Habt ihr das gesehen? Oh, guck mal, da ist der Dom. Schön. Und der zweite Blitzer. Was soll der Geiz? Alle guten Dinge sind drei. Kommt hier noch einer? Also ich glaube, heute sehen unsere Statistiken nicht so rosarot aus wie letzte Mal. Habe ich doch gerade gesungen. Über den Wolken. Ei, ei, ei. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Und jetzt biegen wir hier ab. Ja, ja, ja. Souverän. Mein Nagel ist ja, wenn es nur der Nagel war, ist ja nicht mein Problem. Wir sind jetzt gleich da. Guck mal auf die Uhr, Leute. Ich habe gesagt, so gegen 5 nach sind wir da. Jetzt biegen wir auch mal hier.
Das war ungünstig. Ich muss da irgendwo links hin. Da. Jetzt habe ich auch noch den Blinker angemacht. Ja, Prost Mahlzeit. Jetzt haben wir 2 Minuten vertrödelt und ich schaffe es jetzt nicht, deswegen. Da kann sich die Bahn echt mal... Genau so ist es. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, dass ich die eingecheckt habe. Sonst war hier immer alles grün. Ja, perfekt, perfekt. Ja, 12 Sachschäden, 10 Unfälle und 2 Radarkontrollen. Da kann man doch mal ein Auge zudrücken. Geschwindigkeitslimit eingehalten. 69%. Ich bin heute ein bisschen wenig auf der Straße gefahren. Sicherheitsabstand ist auch nicht so mein Ding gewesen. Ja gut, Leute, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Schreibt mir wie immer gerne eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und auch gerne ein Abo auf diesen Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüssi, ciao!